Die bayerische WM-Analyse aus dem Giesingerbräu, präsentiert von abendzeitung.de und diemannschaft.blog. Du warst früher selbst Profi in Gladbach, hast gegen Kroaten gespielt, mit Kroaten gespielt, mit Kroaten zu tun gehabt. Ticken die so? Sind die so heißblütig dann auch, dass man auch was erzwingt? Vielleicht sogar den großen WM-Sieg? Ja, sie haben sicherlich, wenn sie wollen, auch eine gute Mentalität. Das ist immer so hart an der Grenze auch, manchmal zum Undisziplinierten. Das ist manchmal eher das Problem, dass sie zu heiß sind. Ne? Wenn man Rebic sieht, bei dem ist Genie und Wahnsinn manchmal nicht weit auseinander. Muss man auch immer Angst haben, dass er dann auch mal einen weghaut und eine rote Karte bekommt. Aber grundsätzlich sind das ja auch Tugenden, die die deutsche Nationalmannschaft einfach sich immer hatte, dass sie eben den Biss haben, den Willen haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und das hat halt bei dieser WM absolut gefehlt. Aber Ante Rebic ist ja nicht nur heißblütig, sondern auch ein richtiges Arbeitstier. Er erinnert ein Stück weit an Ivica Olic oder auch ähnelt sehr Mandzukic in seiner Spielweise. Ja, er ist ein fantastischer Spieler. In meiner Zeit bei Werder Bremen hatten wir ihn schon mal auf dem Zettel. Das hat dann leider nicht geklappt. Dann ist er nach Frankfurt. Da habe ich mich sehr geärgert, dass wir das nicht gemacht haben. Und dort hat er seinen Weg gemacht. Und ich finde ihn klasse. Und der wird sicherlich bei einem anderen Verein zukünftig landen. Bei einem anderen Verein, das könnte natürlich ja auch der FC Bayern sein aus München. Vorstellbar? Ja gut, passt natürlich so ein bisschen Niko Kovac, weil man ein Förderer von Rebic. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit ihm, als er noch Nationaltrainer war, schon über diesen Spieler persönlich gesprochen habe, da ich Niko auch ganz gut kenne. Und würde einfach passen, dass Ante dann quasi zu seinem Förderer auch wechselt. Ja, was sagt denn Kovac über Rebic? Nein, dass es ein fantastischer Spieler ist, den man aber entsprechend auch bearbeiten muss, der eine gewisse Führung braucht, Zuckerbrot und Peitsche braucht. Also er muss auch zu dem Trainer kommen, der passt. Und denke mal, sowohl der Nationaltrainer Kroatien als auch Niko Kovac konnten das perfekt. Und entsprechende Leistungen kommen dann auch zustande. Damit nicht das Temperament mit ihm durchgeht, in Fußballersprache? Ja, zum Beispiel. Das sind alles Jungs, die haben das Herz auf der Zunge, sowohl verbal natürlich, aber als auch auf dem Platz. Und das muss man ein bisschen steuern. Aber das ist ein enormer Spieler und ich denke mal, Bayern München weiß das aus dem Pokalfinale noch, was der drauf hat. Und wenn sie den kriegen, kann ich nur gratulieren. Auf transfermarkt.de heißt es, Rebic hätte einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Du bist ja schon seit langem in diesem Geschäft. Es wird jetzt genannt, dass Frankfurt 50 Millionen verlangen könnte für ihn. Jetzt haben wir 4 Wochen die Weltmeisterschaft und ein Spieler wird 40 Millionen Euro teurer. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Ablösesummen. Ne? Also seit Neymar muss man ja dann immer ein bisschen differenzieren, was ist ein Spieler letztendlich wert. Aber Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Und wenn Frankfurt im Besitz dieses Spielers ist, werden sie auch den Preis entsprechend diktieren. Und ich sag mal, wenn für Abwehrspieler 20, 25 Millionen oder in England 80 Millionen bezahlt werden, dann ist Ante Rebic sicherlich mehr wert wie 10 Millionen.